Yo Leute, willkommen zum Yu-Gi-Oh! Turnier Video. Ja, ich war auf Platz 7. Warum 7? Das verrate ich euch sogar gleich. Ich war auf Platz 7, weil, also eigentlich wäre ich auf dem 5. Platz gewesen, aber bei ihnen ist es so, man macht kein Duell um die Plätze, sondern man schaut sich die Nachnamen an. So. Und da mein Nachname mit R beginnt, bin ich auf Platz 7 gelandet. Und auf Platz 7. Also ich verstehe es auch nicht, wie das System ist. Irgendwie Platz 1 bis 6 bekommen irgendwie Booster. Also der erste bekommt irgendwie 3, der zweite 2 und der Rest hat immer nur einen. Und siebter Platz, der bekommt irgendwie, naja, nichts. Und achter, neunter Platz, die bekommen irgendwie eine Karte. Aber die Karte, die wegen so einer Karte, also keine Ahnung. Die war, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. So wie ich das gesehen habe. Auf jeden Fall, ich hatte. Es war irgendwie von, keine Ahnung, 30 Spielern, glaube ich, waren wir. War ich eigentlich auf Platz 5, aber wegen dem Nachnamen auf Platz 7, ja. Ich habe dreimal gewonnen. Gegen Cyberdeck habe ich gespielt. Gegen einen, Mann, wie hieß denn das Deck? Geschwindigkeitsdeck habe ich gespielt. Das war richtig knapp, das Duell. Und gegen noch irgendein Deck, das ich gerade nicht weiß, habe ich gerade vergessen. Ich habe es schon dort vergessen. Also Geschwindigkeitsdeck, Cyberdeck und noch ein Deck. Gegen die habe ich gewonnen. Verloren habe ich gegen das Schwarzflügeldeck und gegen das Monarchendeck. Ja, Schwarzflügel. Naja, Schwarzflügeldeck ist halt so ein Hardcore-Beschwörungsdeck. Und ich habe auch einen Booster bekommen, weil ich halt mitgemacht habe. Den habe ich schon geöffnet. Ich musste ihn halt wieder so zusammenflicken, wie der war. War halt so ein Achter Booster. Warum Achter? Weil irgendwie hat jeder einen anderen bekommen. Es gab da 5er, 7er, 8er Astral-Packs. Und ja, ich habe ja letztes Mal so ein 7er gehabt. Ich sammle mir diese Booster-Packs einfach auf. Also ich habe da so eine Box, da tue ich die rein oder so ein Holzding, Karton. Und sammle die da also langsam auf. Ich kann den Bus eigentlich so ausstellen, weil der voll hübsch aussieht und so. Ja, sieht man auch gut. Sieht man sehr gut. Packe ich mal dahin. So, ich habe hier einmal maskierter Held Koga. Ich habe gehört, den brauchen die Leute. Keine Ahnung. Habe ich den halt? Ja. Habe ich noch nicht, glaube ich. Rotäugiger Lindwurm. Die Karte kenne ich ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht. Ja, habe ich die. Ich habe mir den Effekt durchgelesen. Ist eigentlich ganz nett. Und als Super Rare habe ich den Geistesungeheuer Avatar Rampingu. Ist halt ein Geistungeheuer-Deck. Ich habe mich die ganze Zeit verlesen. Ich dachte, das wäre ein Geistertrickviech, aber anscheinend nicht. Ich bin jetzt traurig. Ich bin enttäuscht. Ja, war halt ja Ausbeute. Ich pack's da nicht wieder rein. Ich kann dir eine Karte aufstellen und ja. Die anderen packe ich hier nach oben, die werde ich dann auch aussortieren. Ja. Mit welchem Deck ich gespielt habe, ist jetzt die interessante Frage. Ich habe wieder mit meinem Burner-Deck gespielt. Mit meinem Burner-Deck, das heißt, ja, Eisenschrott, Vogelscheuche war dabei. MSD, Kettenenergie, kennt man ja alles schon. Maske der Finsternis. Misslungener Überraschungsangriff. Ja, wenn, okay. Ihr habt es ja letztes Mal schon gesehen. Also passt es. Sprengkugel. Gerümpel-Synchronisierer. Menschenfresserkäfer. Gerümpel-Synchronisierer. Gerechte Nachspeisen. Bodenlose Fallgrube. Schwarzes Loch. Albtraumrad. Prinzessin von Tsurugi. Heimlicher Vogel. Verteidigungsziehen. Verborgenes Geschütz. Gerechte Nachspeisen, Ruf der Gejagten, gerechte Nachspeisen, heimlicher Vogel, magischer Zylinder, des Koala, Zauberschläger, Cybertal, Tal, ja. Kenne einige, aber wenn er scharf wäre, richtig nice. Dedek-Kriegerin, Marshmallow, MSD. Kettenenergie, Stachelschrauben, Igel, verborgenes Geschütz,
Belastungsprobe eines Reisenden. Die Karte hat einer Person im Turnier richtig Ärger bereitet, weil die Person deswegen verloren hat. Das war richtig knapp. Also es war am Ende noch, wir hatten noch 6 Züge und wer mehr Damage gemacht hat, also wer mehr Leben als der andere hatte, der hat dann gewonnen. Ich hatte, glaube ich, ganz knapp irgendwie, zuerst hatten wir Gleichstand, aber dann konnte ich mit, wie war das? Ah ja, schwarzes Loch, die ganzen Münzen bekommen, da hatte dann nichts auf dem Feld und mein Marshmallow war leider auch weg, aber ich konnte heimlich auf Vogel im Angriffsmodus setzen und hatte dann irgendwie 700 Leben. Nein. Nee, da hatten wir Gleichstand. Dann habe ich vergessen. Nee, ich glaube, dann habe ich den Effekt von heimlicher Vogel aktiviert, ihn verdeckt gelegt und dann konnte ich halt chillig weitermachen. Und dann habe ich ihn aufgedeckt, hat er 1000 verloren, da habe ich richtig knapp gewonnen, richtig knapp. Also, das war echt eine Meisterleistung. Ja, Reisenattribut. Ja. Ah. Pinguinsoldat hat mir eigentlich gar nicht geholfen, zumindest gegen das Monarchendeck. Das Monarchendeck war ja auch so ein Deck, da wirkten irgendwie keine Effekte auf die. Ich konnte die irgendwie nicht zerstören. Ich glaube nur durch Angriffe, aber ich habe eher so ein. Ich habe ja kein Angriffsdeck, also. Ich habe ja kein Deck, wo ich gleich 30.000 Viecher beschwören kann, sondern eher so ein chilliges Deck. Ja, Sprengkugeln. Und jetzt in meinem extra Deck quasi Gerümpelkrieger, sollte eben bekannt sein. Reiherritter, die Kraft der Erde habe ich auch Spaß drin. Sternstaubdrache gehört, glaube ich, in jedes Deck. Terabyte. Leviathan-Drache. Und kolossaler Kämpfer. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem kleinen Turnier-Video. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Man sollte auch gesehen haben, ich habe die Thumbnails für die Unboxings geändert und für die letzten zwei Outlast Whistleblower Teile. Ich bin da schon so am Arbeiten, also langsam entwickelt sich alles. Ich habe für die 4 Thumbnails ungefähr 1 Stunde gebraucht, größtenteils wegen Yu-Gi-Oh!, weil ich da ja noch gar keinen Thumbnail hatte und ich musste da erstmal ein Bild raussuchen und dann die weißen Ränder und so entfernen. Das war halt bei einem war es eigentlich ganz leicht, bei dem Hidden Arsenal 5, aber bei dem anderen war es halt ein bisschen schwerer und dann halt noch dem Yu-Gi-Oh! Ding, das war es auch noch schwer und ja, ich habe mich da halt hingesetzt, habe das halt gemacht und ich bin halt glücklich, dass ich es geschafft habe. Und jetzt in Ruhe meine Thumbnails machen kann. Also jetzt ehrlich, ich muss mich da jetzt vielleicht nicht so oft hinsetzen für Yu-Gi-Oh! Aber ich habe halt auch andere Projekte wie Eurozero, da muss ich mich auch noch ransetzen. Und was es auch noch gibt, ist Galactic Science ist ja auch noch ein Projekt. Und CSGO fehlt dann noch ein Thumbnail und Anime Minds fehlen 2 Thumbnails. Ist auf jeden Fall noch einiges und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, 7. Platz. Nächstes Mal versuche ich besser zu sein. Also, ich war ja letztes Mal irgendwie 21. davon, 22 oder 23. Und jetzt war ich halt 7. von 30. Das entwickelt sich also langsam. Es geht langsam voran. Also, man muss halt. Ich habe halt lange nicht kein Yu-Gi-Oh! Gespielt. Also, eher ab und zu, vielleicht ein-, zweimal im Monat. Ansonsten, ja, jetzt bei den Turnieren habe ich 2-mal gespielt wieder. Ich musste erstmal wieder mit meinem Deck klarkommen und mir auch überlegen, ja, wenn ich jetzt das ziehe und wenn er das hat, dann passiert halt das. Und zum Beispiel gegen den Schwarzflügel-Spieler, das war ein richtig nices Duell, weil er nicht wusste, was passiert und die ganze Zeit Angst hatte, dass ich was mache. Das war auf jeden Fall richtig nice. Ja, und er ist ja eher so ein Angriffstyp und bei mir weiß man nie, was kommt und. Hat er mir sogar selber gesagt, dass ich der Erste war, der ihm, glaube ich, so viel Schaden gemacht hat, irgendwie 4000 Schaden wegen Kettenenergie, weil ich die zweimal, ich glaube zweimal oder einmal auf dem Spielfeld hatte, aber war richtig nice. Und ich war auch nicht der Einzige mit einem Burner-Deck, gab es einen anderen, aber der kannte die Karte nicht mal, also richtig nice. Die Karte ist anscheinend nicht so bekannt, die habe ich auch irgendwie durch Zufall kennengelernt online. Habe ich so gesehen, aha, die macht das und das, oh, ist ja richtig nice, die brauche ich, habe ich mir die dann 3-mal gekauft und ich fand sie richtig nice.
Ich hoffe, euch hat das kleine Turnier-Update, Video, Turnierplatz, sonstiges gefallen. Habe ja auch mein Deck wieder gezeigt. Und ja, das Video ist wieder 10 Minuten lang. Ich schaffe es einfach immer irgendwie aus dem kleinsten Ding das längste Video der Welt zu machen. Bevor das Video noch länger wird, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White. Ciao.